Wir haben ein interessantes Thema und es heißt Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Und vielleicht hat irgendjemand von euch schon mal diesen Film gesehen, wo man in die Vergangenheit zurückgeht, um an die Zukunft ranzukommen. Und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo diese Aussage wieder eine ganz besondere Bedeutung hat. Wo wir zurück in die Zukunft müssen, um an die wertvollen Dinge für heute und für morgen ranzukommen. Und 2017 ist ein ganz bedeutendes Jahr für Deutschland, für Israel, aber auch, ich denke, für die ganze Welt. Und 2017 jähren sich einige ganz bedeutende Ereignisse der Weltgeschichte. Wenn wir denken, ein ganz wichtiges Datum ist 1967 und in Israel und ich glaube auch in vielen Teilen Deutschlands wird 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems gefeiert. Wir haben 500 Jahre Reformation. Wir haben 100 Jahre Balfour-Erklärung und etliche andere wichtige Jubiläen können dieses Jahr gefeiert werden. Und wir werden heute einige Zeitsprünge machen. Und wir werden uns so ein bisschen zwischen den Welten bewegen, gehen mal zurück und schauen auch, was es bedeutet für die Zukunft. Und lass uns mal beginnen mit dem 27. September 1951 hier in Deutschland. An diesem Tag verpflichtete sich der damalige Bundeskanzler Adenauer vor dem Deutschen Bundestag eindeutig zur historischen Verantwortung Deutschlands für die moralische und materielle Wiedergutmachung angesichts des unermesslichen Leides, das in der Zeit Nazi-Deutschlands über das jüdische Volk gebracht wurde. Und seither sind bis heute im Zuge des Entschädigungsgesetzes und anderen Abkommen Milliarden an Israel und das jüdische Volk gezahlt worden. Und das ist auch gut so. Und ich möchte sagen, Zahlungen, Geldzahlungen können kein einziges Verbrechen ungeschehen machen. Aber es war und es ist bis heute für Israel eine große Hilfe. Und für Deutschland bedeutet es, ich zitiere unsere Bundeskanzlerin, eine immerwährende Verantwortung für diese schreckliche Zeit zu übernehmen. Und eines der ganz großen Wunder der deutschen Geschichte, der deutschen Nachkriegsgeschichte, das hat sich gerade mal 14 Jahre nach der Shoah ereignet, nach 1951, dann circa 10 Jahre. Das war der Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und hier sehen wir, schon bevor diese diplomatischen Beziehungen ganz konkret aufgenommen wurden, hier sehen wir ein Treffen zwischen David Ben-Gurion am 14. März 1960 und unserem damaligen Bundeskanzler Adenauer. Das Treffen, das hat in New York stattgefunden und gerade mal 15 Jahre nach der Shoah war Israel bereit, mit dem Täterland Deutschland wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und liebe Freunde, ich glaube, dass das eines der größten Wunder der Nachkriegsgeschichte in Deutschland ist. Wenige Jahre später, 1967, ist Konrad Adenauer gestorben. Und hier seht ihr, am Tag seiner Beerdigung sind Staatsgäste aus aller Welt gekommen. Hier ist der Präsident von Amerika zu sehen. Hier ist von Frankreich de Gaulle zu sehen. Hier sind aus vielen Teilen der Welt, die vor wenigen Jahrzehnten vorher, vor 20 Jahren davor, von Deutschland auf grausamste Weise bekämpft worden sind, sind wieder nach Deutschland gekommen. Und vor allem, hier seht's ganz rechts, David Ben-Gurion ist auch auf diesem Bild. Und dieses Bild ist ein Ausdruck der großen Gnade Gottes, die er für Deutschland hat bis zum heutigen Tag.
Tag. Und ich denke, wir müssen in erster Linie Gott dankbar sein, dass er dem deutschen Volk Gnade gegeben hat zum Wiederaufbau, Gnade gegeben hat, dass wir wieder gute Beziehungen haben und entwickeln konnten zu unseren Nachbarländern. Gnade gegeben hat, dass es überhaupt Deutschland noch gibt. Es gab auch andere Pläne, die hätten verhindern sollen, dass es einen neuen deutschen Staat in der Nachkriegszeit wieder hätte geben sollen. Aber Gott hat Gnade gegeben und dieses Bild ist ein Zeugnis davon. Heute, 2017, liegen über 70 Jahre des Aufbaus, des Friedens, der Einheit und vor allem auch in weiten Teilen Deutschlands des Wohlstands hinter uns. Und uns in Deutschland geht es heute so gut wie kaum irgendeinem anderen Land. Hinter uns liegt die Wiedervereinigung. Und ich glaube, dass wir in erster Linie unserem Gott, dem Gott Israels, dafür ganz großen Dank schulden. Gott sprach einst zu Abraham: Wer dich segnet, das heißt, wer das jüdische Volk segnet, wird selbst Segen empfangen. Und das ist ein uraltes, ewiges, göttliches Prinzip, das bis heute an Bedeutung nicht verloren hat. Das gilt bis heute. Wer dich segnet, wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Und wirtschaftlich steht Deutschland heute mit an der Weltspitze. Interessanterweise. Und darf ich mal eine ganz freche Frage stellen? Könnte es sein, dass diese große finanzielle Hilfe, die vom deutschen Staat in Richtung Israel gegangen ist, die ganze Jahrzehnte bis heute, könnte es sein, dass das in einem Zusammenhang steht mit dem wirtschaftlichen Segen, den Deutschland heute hat? Ich glaube es in jedem Fall, weil ich glaube an das Wort Gottes. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir haben doch alle den Segen jeden Tag. Und vor allem im Schwabenland mit unseren wunderbaren Erfindungen. Amen. Und ich sag mal, der Schwabe, der eine oder andere hat vielleicht auch sein Häusle. Und es sei dir auch gegönnt. Und der Herr hat Gnade gegeben dazu. Und uns geht's wirklich gut. Und ich denke, 2017 ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um auch darüber nachzudenken und zu sagen, natürlich haben wir alle gearbeitet. Und ich weiß vor allem, ihr Tübinger arbeitet hart. Aber ohne die Gnade Gottes wären wir nicht so weit gekommen. Amen. So, gehen wir mal 500 Jahre zurück. Und heute ist ja 500 Jahre Reformation in aller Munde. Und wir haben von diesen bekannten, berühmten Theologen Deutschlands schon sehr viele Ausführungen gehört, was es bedeutet und was damals geschah. Und mit Sicherheit hat Martin Luther sehr viel gute Dinge nach Deutschland gebracht. Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich muss gleich dazu sagen, Martin Luther hat auch eine sehr schlechte Saat gesät, was das Verhältnis zu dem Judentum anbelangt. Und seine Saat, diese antisemitische Saat, hat leider bis heute noch Kraft. Aber lasst uns mal schauen, was bedeutet denn Reformation? Und wenn wir uns mit Reformation beschäftigen, dann lasst uns doch zuerst mal hineinschauen, was bedeutet denn der Name? Reformation, es kommt von Reformere. Und es bedeutet erneuern oder wiederherstellen. Es bedeutet eine Richtigstellung von etwas, wo schiefgelaufen ist. Das bedeutet eine Korrektur
oder eine erneute Eichung. Und ich sag mal, wenn du einen Computer hast und du hast ihn ein paar Jahre lang und irgendwo hast die Viren drauf gekriegt und irgendwo ist er total überladen und du kriegst ihn nimmer richtig an und alles dauert ewig, dann ist der beste Weg, du machst mal einen Reset und bringst ihn wieder auf den Ursprungszustand zurück und in den meisten Fällen funktioniert es dann auch wieder gut. Und nichts anderes ist Reformation. Zurücksetzen, einen Reset zu machen. In der Bibel finden wir einen interessanten Vers, wo dieses Wort wiederherstellen ganz deutlich zum Vorschein kommt und das ausdrückt, was Reformation und Wiederherstellung bedeutet, nämlich in den Ursprungszustand zurückzusetzen. Und es war eine Geschichte, wo Jesus einen Mann geheilt hat, der eine gelähmte, verdorrte Hand hatte. Und er hat am Schabbat gesagt, strecke deine Hand aus. Und er hat es gemacht. Und was ist passiert? Die Bibel sagt uns, dass er sie ausgestreckt hat und dass seine Hand genauso wurde wie die andere, wieder gesund. Und er konnte sie wieder bewegen und sie war wiederhergestellt wie die gesunde Hand. Das bedeutet Reformation, das bedeutet Wiederherstellung. Und eigentlich wollte Martin Luther keinen Umsturz machen oder etwas Neues bringen, sondern er wollte schlicht und einfach back to the roots. Er wollte schlicht und einfach zurück zu einem Christentum, wie es die Gemeinde der Apostelgeschichte erlebte, nämlich das Priestertum aller Gläubigen. Und man muss sich vorstellen, dass damals eine Zeit war, wo die meisten Leute keine Ahnung von der Bibel hatten. Dass sie die Bibel gar nicht verstanden haben, dass sie das, was in den Kirchen gepredigt wurde, gar nicht gepredigt wurde, überhaupt nicht verstanden haben, weil es eine ganz andere Sprache war, Lateinisch. Und Martin Luther hat gesagt, es kann nicht sein, wir müssen wieder dahin kommen, wo es am Anfang war in der Apostelgeschichte, wo jung und alt, arm und reich, gesunde und kranke Leute zusammengekommen sind und die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes gemeinsam erfahren haben und diesen Gott der Barmherzigkeit und der Liebe erlebt haben. Die Reformation war im Grunde genommen eine Rückbesinnung auf einen idealen Ursprungszustand, ein Versuch, die jahrhundertelangen Veränderungen und unsäglichen Entfremdungen von Gottes ursprünglichem Plan wieder rückgängig zu machen. Und ich denke, wenn wir heute von der Notwendigkeit einer neuen Reformation sprechen, dass wir immer wieder hören, wir brauchen wieder diesen reformatorischen Gedanken, wenn wir heute davon sprechen, dann lasst uns doch mal gemeinsam heute Nachmittag einen Blick in diese Zeit damals in eine der ersten Gemeinden werfen, wie es denn da war. Und liebe Freunde, ich glaube, das ist ganz interessant, wenn wir das mal zusammen machen. Seid ihr bereit? Lasst uns mal aufstehen und sag mal deinem Nachbar irgendwas Gutes. Sag ihm, der Herr liebt dich. Amen. Baruch Hashem. Gelobt sei der Name des Herrn. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und was ich sehe, dass hier ein großer Gesprächsbedarf da ist. Und ich kann euch sagen, die Pause kommt. Die Pause kommt. Ich werde es auch ganz besonders kurz machen. Normalerweise dauert diese Predigt 3 Stunden. Aber ich mache es heute ein bisschen kürzer, weil ich sehe, da ist ein Gesprächsbedarf da. Amen. So gehen wir mal zurück nach Jerusalem zur Zeit Jesu oder in die Antike. Damals, das ist eine wunderschöne Nachbildung des Herodianischen Tempels. Das kann man in Jerusalem besichtigen, ein Kunstwerk. Und die Gemeinde in Jerusalem damals, wir lesen es in der Apostelgeschichte, die hat einen gewaltigen Auftrieb bekommen, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde und Gott hat in einer mächtigen Weise wirken können. Und eine der anderen wichtigen Gemeinden
Von der sagt uns die Bibel nicht allzu viel, aber das, was sie uns sagt, das ist hochinteressant für unsere heutige Zeit. Das ist die Gemeinde in Antiochia. Da ist heute nicht mehr viel übrig, das sind ein paar Überbleibsel. Antiochia, das war damals die drittgrößte Stadt im Römischen Reich neben Rom und neben Alexandria. Man geht davon aus, dass in der Gemeinde, in der Stadt circa 500.000 Menschen gelebt haben. Und sie ist im heutigen, in der Südspitze der heutigen Türkei. Und in dieser Gemeinde, liebe Freunde, da ging es richtig ab. Also da ging es wirklich richtig ab und ich muss mit euch das mal kurz lesen. Und wer seine Bibel dabei hat, der darf gerne aufschlagen, Apostelgeschichte 11. Und da ist nicht viel darüber gesagt, aber das, was da gesagt ist, das ist phänomenal. Ich glaube, jeder Pastor würde sich solche Zustände, die es damals in Antiochia gab, hier in Deutschland und auch weltweit wünschen. Nach der Steinigung des Stephanus in Jerusalem wurde die Gemeinde zerstreut. Und die Gemeinde in Jerusalem ist ziemlich schnell verfolgt worden. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Und es sind die Christen damals, diese messianischen Christen, es waren letztendlich, das Wort Christen gab es damals noch gar nicht, aber die Juden, die in dieser Gemeinde in Jerusalem waren, die sind dann in alle Richtungen haben sie sich zerstreut, weil sie verfolgt wurden. Und viele davon sind in den Norden gegangen, viele davon sind auf die Inseln gegangen, Zypern in den Süden gegangen und so weiter. Und was haben sie gemacht? Sich in Höhlen versteckt? Nein, sie waren so mit Feuer gefüllt worden, dass sie losgezogen sind und überall da, wo sie hingekommen sind, haben sie Gemeinden gegründet und haben von der Liebe Gottes gepredigt. Und einige sind auch nach Antiochia gekommen. Und die Bibel sagt uns, dass diese Juden in die Synagogen gingen und dass sie das Evangelium verkündigt haben. Und sie haben gesagt, hey Leute, der Messias, von dem der Tanach redet, von dem die Tora redet, der war da. Wir haben ihn getroffen, unsere Freunde haben ihn getroffen. Er ist vor uns in Jerusalem gekreuzigt worden. Eine neue Zeit hat begonnen und ihr müsst an ihn glauben. Und sie haben diese Leute, ich sage mal, bepredigt und viele, viele Leute haben diesem Evangelium geglaubt. Und überall haben sich Gemeinden gegründet, vor allem in Antiochia war innerhalb kurzer Zeit eine gewaltig große Gemeinde. Aber sie haben es zuerst den Juden gepredigt. Und dann lesen wir, dass Leute gekommen sind, Juden gekommen sind aus Zypern, von den Inseln. Und die sind dann hergegangen und haben nicht nur den Juden gepredigt, sondern auch den Nichtjuden. Das hat damals die gedankliche Vorstellung eines Juden gesprengt. Er hat Mühe gehabt, von der Tora einem Nichtjuden zu erzählen. Sie haben Mühe gehabt, sich mit ihnen abzugeben. Aber sie haben gespürt, wir müssen auch den Nichtjuden diese gewaltige Botschaft verkündigen. Und was ist passiert in Antiochia? Die Bibel sagt uns, dass diese Männer von Zypern und Kyrene kamen, ist heute im Norden Afrika, die Insel Zypern kennen wir. Und als sie nach Antiochia kamen, haben sie auch zu den Griechen, also zu den Nichtjuden geredet und haben das Evangelium von Jesus verkündigt. Und dann sagt die Bibel, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und hat sich bekehrt zum Herrn. Halleluja. Und ich möchte nicht wissen, was eine große Zahl bedeutet. Das könnt ihr euch vielleicht selber vorstellen, wenn man von 500.000 Einwohnern redet. Das waren nicht nur 500 Leute, das waren nicht nur 1000 Leute. Ich vermute mal, das war eine riesige Gemeinde mit einigen zigtausend Leuten, die sich innerhalb kurzer Zeit bekehrt haben. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das hat sich rumgesprochen, bis nach Jerusalem. Und die in Jerusalem, die haben gesagt, was ist denn da los? Da müssen wir unbedingt jemand hinschicken. Und mal gucken, was da läuft. Hoffentlich läuft da nichts schief. Da müssen wir unbedingt mal schauen, was da abgeht. Und dann haben sie, ich möchte mal sagen, ihren besten Mann haben sie dann von Jerusalem aus nach Antiochia geschickt. Das war der Barnabas. Das war ein Profi.
Und es war vor allem ein Mann, und das gefällt mir am Barnabas, sein Beiname war der Sohn der Ermutigung, der Sohn des Trostes. Und ich finde, das ist der beste Beiname, den du kriegen kannst, Sohn der Ermutigung. Und stellen wir uns vor, was passiert wäre, wenn es Barnabas nicht gegeben hätte, als der Paulus, als er sich kurz nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kam. Was wäre passiert, wenn er nicht auf Barnabas gestoßen wäre? Die Bibel sagt uns, dass ihn die Gemeinde eigentlich nicht aufnehmen wollte, weil sie haben seine Vergangenheit gekannt. Und dann ist der Barnabas gekommen, hat ihn am Arm geschnappt und gesagt, hey, komm, ich bring dich hier rein. Und hat gesagt, hey Leute, das ist ein guter Mann, den müssen wir hier reinlassen, den müssen wir aufnehmen. Der hat sein Leben geändert. Das war ein Ermutiger. Und diesen Mann haben sie nach Antiochia geschickt. Und was ist dann passiert? Und er ist nach Antiochia gekommen und als er gesehen hat, was da abging, das sagt die Bibel, er freute sich von Herzen, der ist ausgeflippt, als er gesehen hat, was da lief. Der hat gesagt, wow, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer wie bei uns in Jerusalem. Und dann hat er gesagt, als er die Gnade Gottes gesehen hat, die über dieser Stadt war, dann hat er sie alle ermahnt und hat gesagt, hey, bleibt auf dem Weg, es ist gut. Der Herr ist mit euch, ich ermutige euch. Und er war ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und dann nochmal und nochmal eine zahlreiche Menge wurde dieser Gemeinde hinzugetan, hat es nochmal im Schub gegeben. Ich finde es phänomenal. Und dann kam was, die Stadt hat es alles mitgekriegt. Und es ist gut, wenn die Städte mitbekommen, was wir hier machen in unseren Gemeinden. Die Stadt hat es mitgekriegt und da hat sie für diese Leute, die hier irgendwo rumgezogen sind und den Leuten geholfen haben, ihnen von der Liebe Gottes erzählt haben, denen haben sie dann einen Spitznamen gegeben. Und die Bibel sagt uns, dass in Antiochia das erste Mal diese Leute, diese durchgeknallten Jesus-Freaks, ja, die sind das erste Mal in Antiochien Christen genannt worden. Da ist dieser Begriff entstanden. Messianer, zu Deutsch. Und dann ist was Interessantes passiert. Dann sind nochmal Leute gekommen aus Jerusalem, unter anderem ein Prophet, ein Mann, der einen prophetischen Geist hatte. Sein Name war Agabus. Und er kam von Jerusalem und hat ein Wort des Herrn für Antiochia und für die ganze Region gegeben. Und er hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, eine Hungersnot wird über den Erdkreis kommen. Jetzt stellt euch doch mal vor, wenn hier ein Prophet auftauchen würde in Tübingen und er würde euch sagen, über Deutschland wird eine Hungersnot kommen. Was würden wir machen? Gut, wir könnten reinschauen in die Bibel. Was sagt die Bibel über Hungersnöte? Wie geht man damit um? Wir bauen Scheunen. Das haben wir von Josef gelernt. Und wir schauen, dass wir uns in den fetten Jahren noch so viel ansammeln können, dass wir die Hungerszeit überstehen. Und vielleicht reicht es auch, was wir gesammelt haben, reicht es auch, dass wir den Leuten hier in Tübingen auch ein bisschen helfen können. Wäre ganz okay gewesen, aber was haben die gemacht? Hochinteressanterweise. Die Hungersnot ist eingetreten unter dem Kaiser Claudius, geschichtlich belegt. Und jetzt möchte ich euch etwas vorlesen, das den Rahmen sprengt. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa, in Jerusalem wohnten, etwas senden sollte. Und das taten sie dann auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Ist es nicht interessant, dass nach dieser Prophetie diese Gemeinde für Jerusalem gesammelt hat, für Judäa gesammelt hat. Und ich habe mich lange gefragt, warum haben die für Jerusalem gesammelt, für Judäa? Und
Und wir lesen auch, dass als Barnabas dort war und er gemerkt hat, dass die göttliche Arbeit dermaßen abgeht, dass er Hilfe braucht. Und er hat sich erinnert an diesen Saulus, den er damals in die Jerusalemer Gemeinde reingebracht hat, wenige Zeit vorher. Und er hat gewusst, er ist wieder nach Tarsus in seine Heimatstadt zurückgegangen. Und dann ist er nach Tarsus gegangen und hat den Paulus geholt und hat ihm um Hilfe gebeten, weil er gemerkt hat, das explodiert dermaßen in Antiochia. Und die Bibel sagt uns, dass Barnabas und Paulus zusammen ein Jahr in Antiochien gearbeitet haben. Die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte 11, Vers 26, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen. Und was haben sie gemacht? Eine zahlreiche Menge gelehrt haben. Sie haben diesen Leuten Lehre gegeben, den Juden und den Nichtjuden. Und was haben sie denn gelehrt? Und auch das ist biblisch belegt. Das lesen wir selber aus dem Mund des Paulus, als er vor dem König Agrippa steht und sich rechtfertigt, sagt Paulus: Ich sage nichts anderes als das, was auch die Propheten und Mose geredet haben. Das heißt, was hat er gelehrt? Er hat gelehrt aus den Schriften, aus unserem sogenannten Alten Testament, aus dem Tanach, aus der Tora. Er hat gelehrt aus den Propheten. Und wenn wir heute von Reformation reden, dann möchte ich aussprechen heute, ich glaube, dass wir diese Lehre der Propheten und der Schriften und der Tora in unseren deutschen Gemeinden wieder brauchen. Und was hat er denn gelehrt? Ich gehe mal davon aus, er hat gelehrt, dass Abraham gesagt wurde, ich will segnen, die dich segnen. Er hat vielleicht gelehrt, Abrahams Begegnung mit Melchisedek, diesem König von Salem, diesem König, ich möchte mal sagen, von dieser Stadt des Friedens, ein Synonym auf Jerusalem, dem Abraham seinen Zehnten seines Vermögens gegeben hat. Er hat gelehrt, dass in der Tora steht, wenn ihr nach Jerusalem zum Haus des Herrn kommt, dann kommt nicht mit leeren Händen. Er hat gelehrt aus dem Prophet Jesaja, dass der Reichtum der Nationen nach Jerusalem kommen wird. Und er hat gelehrt, dass die Tore Jerusalems beständig offen stehen. Und Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen, um den Reichtum der Nationen nach Jerusalem zu bringen. Und er hat gelehrt, denn die Nation und das Königreich, das dir nicht dienen wird, wird zugrunde gehen. Und er hat vielleicht gelehrt, Psalm 122, gut soll es allen denjenigen gehen, die Jerusalem lieben und es unterstützen. Und er hat vielleicht gelehrt, denn so spricht der Herr, siehe, ich wende Jerusalem Frieden zu, wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen, wie einen überflutenden Bach. Und vielleicht hat er auch das gelehrt, was er letztendlich allen seinen Gemeinden gelehrt hat. Das ist nachzulesen in dem Brief an die römische Gemeinde, nachzulesen in dem zweiten Korintherbrief und vielen anderen Briefen von Paulus. Und er schreibt immer wieder und fordert die Gemeinden auf, unterstützt Jerusalem. Er hat sogar etwas angeordnet, das würde ich mich ja heute gar nicht trauen, das anzuordnen. Er hat gesagt, sammelt jede Woche für Jerusalem. Könnt ihr euch das vorstellen, was passiert, wenn der deutsche Leib Christi jede Woche für Jerusalem sammelt? Können wir uns das vorstellen, was das für einen Segen bedeuten würde? Und vielleicht hat er auch die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum erzählt, wie er das jüdische Volk so geliebt hat, dass er ihnen eine ganze Synagoge finanziert hat und dass sich die Juden für ihn eingesetzt haben bei Jesus für die Heilung seines Knechtes. Und Paulus hat diese Lehre in allen seinen Gemeindegründungen etabliert. Und leider im Laufe der Jahrhunderte und vielleicht sogar im Laufe weniger Jahrzehnte ist dieser Segensdienst leider verloren gegangen, weil ein antisemitischer Geist
in die Kirche hineingekommen ist und man sich von dem Judentum getrennt hat. Und euer Dienst, liebe Freunde hier in der TOS, und unser Dienst als ICJ, es ist genau der gleiche Dienst. Wir wollen den Bruch, der jahrhundertelang bestand zwischen dem Christentum und dem Judentum, den Bruch wollen wir wieder heilen mit Gottes Hilfe. Es ist unvorstellbar, was geschehen würde. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo so etwas wieder kommen kann und soll. Und stellt euch vor, was passieren wird, wenn der deutsche Leib Christi anfängt, Israel so zu segnen, wie das deutsche Land, die Bundesrepublik Deutschland, Israel gesegnet hat die ganzen Jahrzehnte. Und ich glaube, da ist noch ein großes Potenzial da. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Botschaft generell bringen kann, weil es ist nicht einfach, über das Geld zu reden. Aber das Wort Gottes fordert mich auf, das zu machen. Und ich bin überzeugt davon, wenn die Gemeinden lernen, Israel zu segnen, auch finanziell, dann wird ein großer Segen für den Leib Christi in Deutschland freigesetzt werden. Lasst uns dafür beten, aber liebe Freunde, ganz unter uns, darf ich uns alle einen Tipp geben. Bitte geht nicht zu euren Pastoren jetzt zurück und belehrt sie. Das ist der falsche Weg. Und sagen, ja, wir haben da in Tübingen gehört vom Gottfried Bühler, dass man jede Woche für Israel sammeln muss. Bitte betet für eure Leiter. Arbeitet in der Gemeinde mit. Betet für sie, unterstützt sie. Und bete, dass Gott Offenbarung über Deutschland gibt. Und bete, dass eine neue Reformation unsere deutschen Gemeinden erreicht. Dass wir unsere alten Wurzeln, diese uralten Wurzeln wieder erkennen. Dass wir zurückgehen, back to the future. Dass wir die Vergangenheit genau beleuchten und aus der Vergangenheit die Kraft bekommen für die Zukunft. Lasst uns dafür beten. Ich kenne jemanden, der hat 18 Jahre lang für seinen Pastor gebetet und er hat gesagt, ich werde nichts sagen über Israel in meiner Gemeinde, weil er gespürt hat, es ist nicht dran. Und er hat 18 Jahre lang gebetet und kürzlich habe ich gehört, dass ein Pastor ihn gerufen hat und gesagt hat, du, ich habe den Eindruck, du sollst über Israel und unsere Gemeinde reden. Was wäre passiert, wenn er seinen Pastor ständig genervt hätte und gesagt hätte, du hast Israel nicht genug auf dem Herz? Das wäre anders ausgegangen und ich möchte uns ermutigen, für unsere Pastoren zu beten. Sie machen einen fantastischen Dienst und wir sollten sie weniger kritisieren, sondern für sie beten und hinter ihnen stehen und Gott das überlassen, dass er seinen Segen ausgießt. Und ich glaube, die Zeit wird kommen, wo Gott den deutschen Leib Christi heimsucht und da können wir mal ein richtiges Amen dazu sagen. Wir als ICJ unterstützen Israel nicht, weil wir übereifrige Israel-Freunde sind oder durchgeknallte Israel-Freaks. Naja gut, vielleicht sind wir so ein bisschen. Oder weil wir ein schlechtes Gewissen haben angesichts unserer unrühmlichen Vergangenheit als Deutsche. Oder weil wir hinter dem Geben eine Segnungsautomatik sehen. Du wirfst oben etwas rein und kannst unten etwas rausziehen. Das ist nicht das Prinzip des Himmels. Wir haben einen Grund, warum wir uns für Israel einsetzen. Und ich glaube, hier in Tübingen, ihr habt den gleichen Grund. Und es ist, weil das Wort Gottes uns es sagt. Weil Gott es sagt, dass wir Israel unterstützen sollten und das jüdische Volk. Deswegen machen wir es, weil wir Gott gehorsam sind. Und liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diesen Bibelvers, der es dieses Jahr auf ein spirituelles Treppchen geschafft hat, der ist zur Jahreslosung gekürt worden, ob ihr ihn mal gelesen habt. Aus Hesekiel. Eine fantastische Prophetie. Siehe, ich gebe euch ein neues Herz und ich werde euch einen neuen Geist schenken. Und liebe Freunde, ich kann euch sagen, ich habe eine ganze Menge Auslegungen über diesen fantastischen Vers gelesen von diesen begnadeten Theologen in Deutschland. Und ich bin zutiefst beeindruckt.
wie sie es geschafft haben, das jüdische Volk und Israel zu umschiffen. Das ist ein Vers, der gilt zuerst Israel und dem jüdischen Volk. Er spricht von der Wiederherstellung Israels. Und er spricht von einer Zeit, in der wir heute leben. Hallo! Ich bin begeistert, als ich das drumherum gelesen habe. Und hier geht es gar nicht um Israel oder um Israel-Freunde, dass wir sagen könnten, hey Leute, guckt mal, da ist ein Vers, deswegen gibt es unsere Werke. Sondern es geht um etwas anderes. Und es ist auch im Hesekiel wenige Verse vor dieser Jahreslosung zu lesen. Es geht, das sagt Gott selber, nicht um euch, um das Volk Israel, sondern es geht um den heiligen Namen Gottes. Es geht um seinen heiligen Namen. Und es hat Gott einfach beschlossen, dass er Israel wiederherstellt. Und wir leben ja in einer exponierten Zeit, wo wir das mit unseren eigenen Augen mitbekommen. Und es ist gut, wenn wir Gottes Aufruf Folge leisten. Warum helfen wir als ICJ mit bei der Alia? Heute Morgen haben wir ja diesen Begriff gehört. Und ich darf zur Ehre Gottes sagen, dass die ICJ bisher mithelfen durfte, dass über 120.000 Juden nach Israel zurückkommen in ihr Land. Warum machen wir das? Weil das Wort Gottes sagt, ich lese es euch vor, denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen. Und jetzt hört gut zu. Und der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen und die Völker, die Nationen, das sind wir, auch die Schwaben, sie werden sie nehmen und an ihren Ort bringen. Jesaja 49, so spricht der Herr, siehe, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und den Völkern ein Feldzeichen aufrichten. Was ist ein Feldzeichen? Ein Feldzeichen hat man damals genommen, das hat man bei Kriegen genommen, das war wie eine riesige Billboard. Das war wie ein gewaltiges Signal, letztendlich eine ganz laute Botschaft, weithin sichtbar, für alle sichtbar. Und das hat Gott gesagt. Und ich denke, wenn Gott sagt, dass er den Völkern ein Feldzeichen aufrichtet, dann sollen wir genau schauen, was er damit sagen möchte. Und sie werden deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden. Letztendlich ist es eine gewaltige, freundliche Einladung des Himmels, bei Gottes Vorhaben mitzuhelfen. Nämlich bei dem Vorhaben Gottes, dass uralte Prophetien sich wieder erfüllen und dass das jüdische Volk gemäß dieser uralten Verheißungen, dass das jüdische Volk wieder zurückkommt in ihr Land und dass diese Wiederherstellung Israels geschieht, so wie es Hesekiel, Jeremia, Jesaja, Obadja, Amos und die ganzen Propheten vorhergesagt haben. Und wir leben in der Zeit, wo diese Dinge geschehen. Israel blüht wieder. Israel lebt wieder. Israel steht ganz vorne dran. Israel ist ein Segen für die Erde geworden. Ich werde nachher davon in meinem Seminar sprechen. Israel ist ein Licht für die Nationen geworden. Und nicht, weil die Juden irgendwelche bessere Leute sind, vielleicht, das weiß ich nicht, ich kenne nicht jeden, sondern weil der Gott des Himmels mit ihnen ist, weil der Gott Abrahams mit ihnen ist, weil es ein Gott ist, der seine Verheißungen einlöst, weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der treu ist. Halleluja, an der Stelle kommt normalerweise ein lautes Amen. Wir haben einen weiteren gewaltigen Aufruf des Himmels. Und es ist einer der, ich möchte mal sagen, der Bibelverse, die uns als ICJ leiten. Das ist Jesaja 40. Ermutigt, ermutigt mein Volk. Andere Übersetzungen sagen, tröstet, tröstet mein Volk. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich in Israel bin und den Leuten sage, ich möchte euch gerne trösten, da können die wenigsten was damit anfangen.
Aber wir können sie ermutigen. Und mein Herz ist mit Freude erfüllt, wenn ich daran denke, was ihr nächstes Jahr in Jerusalem veranstalten werdet. Einen großen Marsch des Lebens in Jerusalem. Und ich kann euch jetzt schon sagen, seid alle dabei. Da kam mir ganz ehrlich gesagt zu wenig Applaus. Ihr habt alle jetzt noch genügend Monate Zeit, dafür zu sparen. Als ich es gehört habe von unseren Freunden hier in Tübingen, habe ich gesagt, ich meine, wir machen seit Jahren noch einen Marsch in Jerusalem im Rahmen des Laubhüttenfestes und ich sage gleich was in diesem Bild. Aber mich hat es sofort angesprochen, ich habe gesagt, ich werde von der ICJ auch eine Reise veranstalten und auch dazu einladen in meinem Umfeld, um auch Freunde der ICJ zu diesem Marsch des Lebens nach Jerusalem zu bringen. Und unsere Erfahrung bei diesem Jerusalem-Marsch, den wir seit dieses Jahr werden 37 Jahre sein, machen. Seit 1980 machen wir den. Nicht alleine, aber wir stellen hier, ich möchte mal sagen, den Hauptteil der Leute, die mitmarschieren. Es kommen Christen aus über 80 Ländern, die durch Jerusalem marschieren. An den Straßen sind Zehntausende von Juden, die dazuschauen. Und schaut mal, was für eine Ermutigung dieser Marsch für das jüdische Volk ist. Sie bringen Plakate mit. Wir danken euch, ihr Freunde von Israel. Danke für euren Support. Und in einer Zeit, wo Israel mehr und mehr isoliert wird, in einer Zeit, wo Antisemitismus wieder auf dem Vormarsch ist, in einer Zeit, wo Israel ständig kritisiert wird, vor allem von unseren Medien, ist dies eine gewaltige Ermutigung, wenn Christen aus aller Welt nach Jerusalem kommen und mit ihrer Anwesenheit die Solidarität mit Israel und dem jüdischen Volk ausdrücken. Ich möchte euch ein Beispiel sagen von einem Mann, das ist ein guter Freund von mir. Ich treffe ihn einmal im Jahr immer in Jerusalem. Und er hat eine Gemeinde in Bolivien. Und er kam vor 15 Jahren zu meinem Bruder nach Jerusalem. Bolivien ist das ärmste Land in Südamerika. Und er kam mit einer Tragtüte, ich hätte fast gesagt mit einer Lidl-Tüte, mit einer Tragtüte voll Geld, ein paar hundert Dollar. Und er hat sie meinem Bruder ausgehändigt und hat gesagt, das habe ich in meiner Gemeinde in Bolivien gesammelt und wir wollen das hier dir weitergeben. Eine Gemeinde mit 300 Leuten. Und mein Bruder hat gesagt, ich kann es nicht nehmen, ich weiß, ihr seid ja selber so eine arme Gemeinde und ihr habt ja kaum Geld, ich kann das Geld nicht annehmen. Und dann ist er fast sauer geworden und hat gesagt, du nimmst das Geld, wir wollen den Segen haben, wir haben das gespürt, wir müssen das hierher bringen. Heute, 15 Jahre später, um es kurz zu machen, heute hat er eine Gemeinde mit über 20.000 Leuten. Heute bringt er nicht mehr das Geld in der Plastiktüte, sondern heute überweist er das Geld und er kommt jedes Jahr zum Laubhüttenfest mit einigen hundert Leuten von seiner Gemeinde. Und in seiner Gemeinde sind Rechtsanwälte und Industrielle und Ärzte und sie haben ein Herz für Israel und Israel steht bei ihnen ganz vorne auf ihrer Theologie. Und bei ihm sieht man, wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Und ich möchte uns zum Abschluss sagen, liebe Freunde, lasst uns beten für das jüdische Volk. Das Gebet ist eine ganz wichtige Waffe und eine ganz wichtige Aktivität.
Ich weiß nicht, woher ihr überall kommt, aber startet in euren Gemeinden, wenn ihr es nicht schon habt, einen Gebetskreis für Israel. Klingt euch, wenn ihr wollt, ein in unsere weltweite Gebetsinitiative Jesaja 62. Um Zions willen wollen wir nicht schweigen. Betet in eurem privaten Bereich mit euren Familien für Israel und das jüdische Volk. Betet für die Nachbarn Israels, für das arabische Volk, für die Palästinenser. Gott liebt sie und hat einen guten Plan für sie. Amen. Und vor allem lasst uns auch beginnen, Israel auch finanziell zu segnen wie nie zuvor. Und ich glaube, Gott wird uns in einer ganz besonderen Weise dafür segnen. Ich schließe und möchte nochmal 100 Jahre zurückgehen, 1917. Und da war dieser General Allenby, wir haben sein Bild heute Morgen gesehen. Und dieser General Allenby, das war ein gläubiger Mensch. Und er durfte Jerusalem von der osmanischen Herrschaft 1917 befreien. Und soweit ich gelesen habe, ist kein Blutstropfen in Jerusalem dafür geflossen. Sie haben sich ergeben. Und dieser Mann kam an das Jaffa-Tor, wo der deutsche Kaiser 20 Jahre vorher dieses Jaffa-Tor erweitern lassen hat, damit er hoch zu Ross durchreiten kann. Und er wollte aus Israel eine deutsche Kolonie machen, aus Palästina hieß es damals, eine deutsche Kolonie machen. Und dann kam dieser General Allenby, ein gläubiger Mann, ein Zionist, jemand, der die prophetische Bedeutung Israels erkannt hat. Und dieser Mann hat zu seinen Truppen gesagt vor dem Jaffa-Tor, wir werden hier von unseren Pferden absteigen und ich bin der Erste, der absteigt. Und er ist mit seinem Pferd, hat sein Pferd an der Leine genommen und ist mit seiner ganzen Kompanie durch das Jaffa-Tor durchgelaufen. Und er hat gesagt, es wird nur einen geben, der durch das Jaffa-Tor oder nach Jerusalem hoch zu Ross hineinreiten wird. Nur einen, und das ist der Messias. Wenn wir uns mit Israel und mit Jerusalem beschäftigen, und das ist ein Aufruf an die Gemeinde, ein Aufruf an die Christen, aber genauso ein Aufruf an die Politik und an die Medien, dann lasst es uns in einem demütigen Geist tun und in einer demütigen Haltung. Und dazu möchte uns Gott helfen. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ihr seid ein großartiges Team. Dankeschön.